Was wird das denn jetzt schon wieder? Wie ihr seht, schon wieder was mit Holz und diesmal auch mit solchen Scherzartikeln hier. Und zwar wird es Winter und so langsam muss ich mich gegen diese Buche da oben ein bisschen schützen. Wo es die ganze Zeit jetzt im Herbst ordentlich runtergeknallt hat. Die Bucheckern knallen hier immer schön auf den Wohnwagen. Und ja, das ist dann doch durchaus ein bisschen laut. Und da kam ich auf die Idee, was passiert erst, wenn der Schnee kommt? Na, lange Rede, kurzer Sinn. Der Wohnwagen muss geschützt werden, auch falls mal größere Äste von der Buche runterfallen. Und dementsprechend muss hier ein Dach drüber. Und das werde ich jetzt in Angriff nehmen. Dazu habe ich mal wieder schön gerechnet und hoffe, dass ich mich nicht verrechnet habe. Habe Holz bestellt. Die Balken sind auch schon da. Die wurden mir freundlicherweise diesmal geliefert, weil 5 und 6 Meter Balken dann doch nicht auf den Anhänger und schon gar nicht auf den Geländewagen passen. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank fürs Liefern. Ja, jetzt habe ich hier einen Schlaghülsen und damit auch schon das erste Problem. Denn jetzt werden wahrscheinlich Hobby-Carporter, heißt das so, direkt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, um Gottes Willen, da muss Fundament drunter und das muss fest im Fundament gebaut werden. Jein. Geht hier nicht. Einschlaghülsen, wenn man sich da vertan hat, die, denke ich mal, kann man nochmal korrigieren. Hoffe ich zumindest. Ja, aber auch die müssen gerade in den Boden und vor allen Dingen in einer Linie, damit auch hinterher das Dach schön gerade ist. Und das wird jetzt die Challenge, dass man zuerst mal eben dieses Einschlaghülsenfundament vernünftig setzt, die Stützen hochbaut und dann sehen wir weiter. Ich habe einen groben Plan im Kopf, habe mir ein paar Sachen schön eingezeichnet, aber naja, die Praxis halt, ne? Jo, also so eine Einschlaghülse pro Tag ist doch ein super Schnitt. What? Hier ist alles klitschenass. Es hat wochenlang geschüttet wie aus Eimern und dann war ich auch zwischendurch auch noch krank. Das heißt, hier auf der Baustelle ist es mal echt stehen geblieben. Ja, und jetzt, wie man sieht, es war alles so heftig vom Regen her, dass heute erstmal alles trockengelegt werden muss. Es ist mir tatsächlich passiert, dass ich innen mal wieder zu viel Wasser in so gefüllten Taschen hatte und dementsprechend ist das Vorzelt innen komplett nass. Da muss ich mich heute dringend dran geben, bevor es hier in irgendeiner Form weitergehen kann. Und ja, leider muss auch einiges weg. Es war nicht anders zu erwarten, dass da, wo es am schlimmsten runterregnet, nass wird, dass da auch der Boden ein bisschen hochkommt. Aber ich stelle gerade fest, es ist nicht so schlimm, wie ich vermutet habe. Es ist nur eine Stelle, die sich hier gelockert hat. Und bei Klebevinyl ist das fast schon vorprogrammiert. Wenn das nass wird von unten, dann natürlich löst sich der Kleber. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, nur eine Mini-Stelle, die man wunderbar auch ersetzen kann. Deswegen ist das jetzt mal gar nicht so tragisch. Man hört es ein bisschen, es knackt unten drunter unterm Boden. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Beim Drauftreten kommt auch einiges an Wasser hoch. Das heißt, ich werde hier
langsam und stetig trocken machen müssen. Am besten mit einer Art Heizung und Gebläse. Bin ich mir noch nicht so ganz klar, wie ich das machen soll. Vor allen Dingen, weil es jetzt nachmittags wieder regnen soll. Und nächste Woche soll es auch schon wieder kalt werden. Da habe ich echt so ein bisschen Sorge um meinen Boden hier, dass das jetzt leider einmal passiert ist und nass geworden ist. Aber gut, groß rumheulen wird mir nichts bringen. Ich werde schauen, ich werde mir was für die Decke einfallen lassen müssen, dass nichts Neues hinterherkommt. Ja, und das an einem Sonntag, wo man still sein muss. Naja, auf jeden Fall ist erstmal jetzt Trockenlegen angesagt und dann sehen wir weiter. Ich möchte für den Abend, für den Tag jetzt erstmal vermeiden, dass sich weiterhin diese Taschen bilden. Und dann, denke ich mal, werde ich die nächsten Tage mir noch was einfallen lassen müssen, denn hier durch Sturm, Wind und Regen sind doch so ein paar Schäden hier an der Decke entstanden. Und das soll so natürlich nicht. Also hier auch wieder Flickschusterei. Alles nicht irgendwie so schön das Wahre, aber ja gut, wenn ich will, dass meine Klamotten trocken bleiben, muss ich das unternehmen und dann hoffentlich demnächst dann wirklich mal das Dach fertig kriegen. Da habe ich jetzt alle Balken fertig, schön abgeflammt, Lasur drauf für den Wetterschutz. Und eigentlich wollte ich jetzt auch heute definitiv die Stützen noch dran machen, weil ich ja natürlich auch optisch weiterkommen will und auch mal sehen will, dass es hier vorangeht auf der Baustelle. Allerdings haben wir kurz vor 4, spätestens um 5 ist dunkel und wenn ich die Stützen dran mache, dann müsste ich natürlich auch unten wirklich hundertprozentig festmachen, mit einer Wasserwaage austarieren, festschrauben, durchbohren vorher, damit das auch alles wirklich funktioniert und auch stehen bleibt, falls es jetzt über Nacht zum Beispiel regnen und vor allen Dingen stürmen sollte. Das schaffe ich in einer Stunde nicht. Es ist nämlich tatsächlich bitterkalt. Wir haben immer so Wechseln zwischen 3, 4, 5 Grad im Moment. Ja, und eigentlich ist das gar keine Temperatur, um Carports oder irgendwelche Dächer zu bauen. Aber ich wollte jetzt nur mal dann auch mal wieder ein bisschen weiterkommen. Es hat lang genug gedauert, bis ich jetzt überhaupt wieder ein bisschen einigermaßen Wetter hatte zum Arbeiten. Ja. Und immerhin, ich habe die Balken jetzt gestrichen, vorher abgeflimmt. Ich habe innen schon so ein paar Sachen zusammengeschnitten bzw. zurechtgeschnitten. Eigentlich kann es jetzt losgehen. Die Schrauben sind da, die Akkus sind geladen, aber das Wetter spielt noch nicht so ganz mit. Kommende Woche soll es auch wieder regnen und sogar eventuell schneien. Da ist dann die Frage, wie viel Sinn das macht, draußen zu arbeiten. Aber wir werden sehen. Also, die Vorarbeiten habt ihr jetzt gesehen. Die Einschlaghülsen sind auch schön feste im Boden. Die sind auch so einigermaßen gerade, würde ich sagen. Ja, und dementsprechend sind die Vorarbeiten erledigt. Ja, wie gesagt, ich hätte echt noch die Stützen gerne aufgebaut und auch hier in dieses Video gepackt. Aber sonst wird es ja auch wieder zu lang, ne? Deswegen könnt ihr euch darauf freuen fürs nächste Video. Da wird hier dann fleißig hochgezogen, aufgebaut. Und die Frage, wie ich 3 6 Meter Balken alleine auf ungefähr 3 Meter Höhe kriegen soll, die beantworten wir dann auch beim nächsten Mal.